Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo, die pauschal dotierte Unterstützungskasse in der Bilanz. Mit diesem Lehrvideo möchte ich mich auch an die Steuerberater und Wirtschaftsprüferkollegen wenden und hier einfach einen kurzen Überblick zu geben, wie das zu behandeln ist, was überhaupt die Auswirkungen sind, um es vielleicht auch gleich ein bisschen abzugrenzen oder einen Unterschied zu sehen zu einer klassischen Direktversicherung. Und es soll einen kleinen Leitfaden geben in den einzelnen Schritten, was passiert. Also schauen wir uns das Thema Entgeltumwandlung an. Erstmal geht es ja los, der Mitarbeiter macht eine reine Entgeltumwandlung, bekommt natürlich eine Zusage, wird genau ausgerechnet, 100 Euro mal so und so lang, mal 1,5% Zins, gibt eine bestimmte Kapitalabfindung, geteilt durch einen Faktor, den man selbst auswählt, dann gibt es vielleicht eine Rente, wenn jemand das haben will. Also Entgeltumwandlung. Erstmal passiert eins, Mitarbeiter bekommt weniger Geld ausbezahlt, logischerweise bleibt mehr Liquidität auf dem Bankkonto. Die 100 Euro, die nicht ausbezahlt werden, stehen erstmal auf dem Bankkonto zur Verfügung. Und natürlich auch die Sozialversicherung, die anteilige, also der Arbeitgeberanteil. Im Ergebnis führt es zu einem geringeren Personalaufwand. Ein geringerer Personalaufwand heißt mehr Ertrag, mehr Gewinn, das heißt ein höheres oder besseres Ergebnis. Im nächsten Schritt passiert dann die Dotierung, das heißt, ich wende der Unterstützungskasse etwas zu und die Dotierung, die bringt dann den steuerlichen Aufwand und neutralisiert dann wieder den Ertrag. Und dann ist das Geld in der Unterstützungskasse, kann in der Unterstützungskasse angelegt werden oder kann natürlich auch wieder ans Trägerunternehmen zurückgegeben werden. Wenn es ans Trägerunternehmen zurückgegeben wird, entsteht eine durch die Darlehensgewährung einfach eine Verbindlichkeit. Also das sind die einzigen beiden Buchungen, die passieren. Alles andere, wenn Sie wollen, passiert ja automatisch rein durch das Einpflegen in die Lohnbuchhaltung, in die Lohnabrechnung. Also mit der Dotierung habe ich den steuerlichen Aufwand. Ich buche einfach Aufwand, betriebliche Altersversorgung an Bank. Bank wird weniger, deshalb im Haben. Die Darlehensgewährung, da habe ich die umgekehrte Buchung. Ich buche einfach Bank an Darlehen gegenüber Unterstützungskasse. Was habe ich? Ich habe im Ergebnis eine Verbindlichkeit gegenüber der Unterstützungskasse in meiner Bilanz drin. Eine Rückstellung habe ich nicht. Genau geregelt in Artikel 28 EGHGB, auch hier gibt es Lehrvideos, ist es genau definiert und geregelt. Also Entgeltumwandlung, es bleibt einfach mehr Geld auf dem Konto und nur wenn ich das will, wenn ich einen steuerlichen Aufwand will, das ist freiwillig, nicht verpflichtend, mache ich eine Dotierung, das heißt eine Zuwendung an die Unterstützungskasse und als eine Anlagemöglichkeit davon wäre, dass die Unterstützungskasse, das heißt Darlehen wieder zurückkommt ins Trägerunternehmen. Also es passiert in einzelnen Schritten hier. Wenn ich eine arbeitgeberfinanzierte Versorgung habe, dann gibt es erstmal nur Urkunde, also nur ein Versprechen. Es wird nichts hinüberwiesen, es fließt nichts ab, es gibt auch keine Rückstellung, es entsteht durch das Versprechen erstmal auch überhaupt kein Aufwand, erstmal überhaupt nichts. Will ich einen Aufwand haben, zahle ich wieder was in die Unterstützungskasse ein, zwischen 0 und dem steuerlichen Maximum, das heißt, ich dotiere die Unterstützungskasse und habe damit den steuerlichen Aufwand. Und diese Dotierung, die führt dann auch zur Steuersparnis. Steuersparnis heißt, weniger Liquidität fließt mir ab oder auch Steuererstattung Liquidität fließt mir zu. Da schaffe ich meine Liquiditätseffekte. Schauen wir an, wenn das Unternehmen jetzt hergeht und will in irgendetwas investieren, zum Beispiel in Anlagevermögen, Maschinen, Grundstücke, in Finanzanlagevermögen, dann passiert eigentlich nur ein reiner Aktivtausch. Meine Bank wird weniger und mein Anlagevermögen oder Finanzanlagevermögen wird mehr. Also ganz normale erfolgsneutrale Buchung. Ich kaufe einen Aktienfonds, buche dann Finanzanlagen an Bank. Ganz einfache Geschichte. Ich kann auch was anlegen, natürlich
Wenn ich gar nichts in die Unterstützungskasse einbezahlt habe, kann ich trotzdem in mein Unternehmen hergehen und natürlich irgendwie, irgendwo etwas investieren. Es ist nichts verpfändet, es ist nichts zugeordnet. Das sind alles unabhängige Vorgänge. Gehe ich her und sage, ich tilge mein Konto Korrent. Als erstmal wird ja der Konto Korrent bereits getilgt, wenn der Mitarbeiter in der Entgeltordnung einfach Geld verzichtet, bleibt 100 mehr auf mein Konto, beziehungsweise wird mein Konto Korrent um 100 getilgt. Ich kann natürlich auch, nachdem ich in die Unterstützungskasse Geld einbezahlt habe und das Geld zurückbekomme, tilgt auch dieses Geld letztendlich dann meinen Konto Korrent. Im Ergebnis ist ja das Geld aus der Entgeltumwandlung, das ich reinzahle zur steuerlichen Verarbeitung und dann wieder zurückbekomme. Das Geld wird unterwegs nicht mehr, es verschwindet auch nichts, es bleibt das Gleiche. Und der Effekt, wenn ich mein Konto Korrent tilge, ich habe statt einer Verbindlichkeit gegenüber einem Kreditinstitut, habe ich ein Darlehen gegenüber der Unterstützungskasse. Also auch getrennt betrachtet, ganz einfacher Vorgang. Dann ist das Thema, es kann doch nicht sein, keine Rückstellung. Andere sagen, ja, aber es muss ja der Lastwert, die Verpflichtung muss ja angegeben werden. Ja, der Lastwert muss angegeben werden bei Kapitalgesellschaften oder GmbH und Co. KGs, die nur eine Kapitalgesellschaft als Vollhafter haben, muss im Anhang der Lastwert angegeben werden. Muss angegeben werden. Unsere Praxis zeigt, viele Unternehmen machen es nicht. Die geben einfach nichts an. Die schreiben diesbezüglich im Anhang einfach nichts rein. Grundsätzlich Verstoß, aber die Unternehmen machen es einfach sehr häufig. Die Frage ist jetzt, was ist dieser Lastwert? Dieser Lastwert ist die Differenz der Verpflichtung. Also im Ergebnis, ich schaue mir meinen Barwert meiner Verpflichtung an und vergleiche den mit dem Vermögen der Unterstützungskasse. Wenn ich die Unterstützungskasse 10.000 dotiere, dann hat die Unterstützungskasse 10.000 Euro Vermögen. Ob die Unterstützungskasse das jetzt als in Aktien anlegt oder in irgendeine Vermögensverwaltung oder ob die Unterstützungskasse sagt, ich gebe dem Trägerunternehmen ein Darlehen mit 10.000 Euro. Die Unterstützungskasse hat 10.000 Euro Vermögen. Wenn der Barwert meiner Verpflichtung in dem Fall zum Beispiel 15.000 Euro wäre, hätte ich einen Lastwert 15 minus 10 von 10.000 Euro. Also auch das Darlehen an das Trägerunternehmen ist natürlich ein Vermögen, ist natürlich etwas, was die Unterstützungskasse hat. Zu dem Thema Lastwert oder auch Artikel 28 EGHGB gibt es ein gesondertes Lehrvideo, weil Versicherer teilweise argumentieren, es besteht immer ein Lastwert und zwangsweise ein Lastwert. Nein, ein Lastwert entsteht dann, wenn weniger Vermögen gebildet wurde, als einfach der Barwert meiner Verpflichtung ist. Das ist nicht zwangsweise, das ist nicht immer, das ist nicht jedes Jahr in gleicher Höhe. Schauen wir uns Artikel 28 EGHGB weiter an. Artikel 28 EGHGB hat nicht bloß ein Rückstellungswahlrecht, sondern es hat ein absolutes Rückstellungsverbot. Also es gibt nicht einmal ein Wahlrecht, eine Rückstellung zu machen. Der große Vorteil, wenn ich keine Rückstellung habe, ein Mitarbeiter scheidet aus, die Verpflichtung fällt weg, zum Beispiel Arbeitgeber finanziert, weil er innerhalb von 5 Jahren ausscheidet, dann muss keine Rückstellung aufgelöst werden. Der Steuervorteil bleibt erhalten, bleibt konserviert, muss jetzt auch nicht an der Stelle zurückbezahlt werden. Und das ist der Grund, warum dass ich in Fluktuationsunternehmen, wo ich kleine, mittlere Fluktuation habe und einige Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren ausscheiden, wo die alle mithelfen, das Ganze zu finanzieren und wo gerade die Ausgeschiedenen mit den Steuervorteilen, die sie erwirtschaften, helfen, alle anderen ja teilweise komplett aus dem Nichts, aus den reinen Steuervorteilen zu finanzieren. Das ist also der ganz große Vorteil einer pauschalisierten Unterstützungskasse ohne Rückstellungen im Vergleich zu einer Direktzusage, die grundsätzlich auch eine sehr interessante Innenfinanzierungsmöglichkeit ist. Schauen wir uns den Leistungsfall an. Im Leistungsfall wird grundsätzlich das Darlehen zurückgezahlt an die Unterstützungskasse und die Unterstützungskasse zahlt es häufig aus an den Arbeitnehmer. Was aber mindestens genauso oft gemacht wird, ist,
dass die Trägerunternehmen die Rentenabrechnung oder die Abrechnung der Kapitalzahlungen sind mit der letzten Abrechnung. Die haben das in den Lohnunterlagen, die haben alle Daten, die können das ganz einfach machen. Die zahlen es bereits aus und am Jahresende verrechnet man einfach diese Zahlung mit den Darlehen und kürzt das Darlehen buchtechnisch entsprechend. Also auch das geht, man muss nur entscheiden, wie es das Trägerunternehmen haben möchte. Ich glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist, getrennt das Ganze anschauen. Es ist nicht wie bei der Direktversicherung. 100 Euro Entgeltumwandlung werden gleich 100 Euro an der Direktversicherung weitergeleitet und hier 100 Euro an eine Unterstützungskasse. Nein, das ist anders. 100 Euro Entgeltumwandlung heißt erstmal 100 Euro Ersparnis. Und was ich an die Unterstützungskasse weiter berechne, muss erstmal errechnet werden nach dem grundsätzlichen § 4d Einkommensteuergesetz. Das ist nicht immer sehr einfach, im ersten Jahr schon, in folgenden Jahren nicht immer ganz einfach. Das wird ausgerechnet und dann sucht sich der Unternehmer einen Wert aus zwischen 0 und dem steuerlichen Maximum und nur den wendet er der Unterstützungskasse zu und das ist dann der steuerliche Aufwand. Damit bedanke ich mich recht herzlich für dieses Lehrvideo und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.